Moin und herzlich willkommen zurück zu den Erdkunde-Quizzen mit Zeterra. Link wieder in der Beschreibung. Und heute wollte ich mal was anderes machen, als auf der ganzen Welt unterwegs zu sein, sondern ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und ja, ich wollte mir mal mit euch zusammen die USA anschauen und schauen, wie gut ich die kenne. Und zwar, was ich mir gedacht habe, ist, es ist ja so, man sagt gerne, dass die Amerikaner ja keine Ahnung von Europa hätten oder sowas. Das ist so, denke ich mal, so ein Klischee oder allgemein von Sachen, die außerhalb der USA vor sich gehen. Und dann frage ich mich immer, ja, aber wie steht es denn um die Europäer und ihr Wissen über die USA? Wie viele Staaten kennt man denn als Europäer so im Durchschnitt und weiß, wo sie liegen? Wenn man sich zum Beispiel darüber aufregen möchte, dass die US-Amerikaner ja die europäischen Länder, die Länder der EU, nicht kennen, ne? Da denke ich mir nämlich immer, das lässt sich eigentlich ganz gut vergleichen, die Europäische Union lässt sich weniger gut mit ganz Nordamerika vergleichen, als vielmehr die Europäische Union und die Vereinigten Staaten. So, wie von dem Selbstverständnis her, das man hat und so, von dem Größenverhältnis und wie auch immer, so von vielerlei Dingen lassen die sich eigentlich ganz gut miteinander vergleichen. Und deswegen dachte ich auch mal, gehen wir mal ein bisschen dort mehr ins Detail bei den USA, weil es ja so ein bisschen ist wie sein eigener Kontinent, auch wenn es eigentlich, wenn Nordamerika eigentlich noch was Größeres ist. Aber ja, deswegen heute mal die USA im Detail. Und weil ich glaube, keine Probleme damit zu haben, die US-Bundesstaaten einfach so zu benennen, mache ich es mir ein bisschen schwieriger und verlange von mir selbst, die Abkürzungen der Staaten dahin zu schreiben und mal schauen, ob ich die noch weiß. Diesmal ohne Autovervollständigung, weil die Abkürzungen sind jetzt nicht kompliziert, das sind nur zwei Buchstaben. Hier oben stehen sie, aber die gucke ich mir jetzt nicht im Detail an, sonst habe ich ja wieder einen Tipp. Und ich würde sagen, ich lade einfach mal neu und dann legen wir los. Also, Moment, F5 drückt man zum Neuladen einer Seite. Genau. So, und jetzt fangen wir an. Also, hier haben wir schon mal Illinois. So, Illinois dürfte losgehen. Ich habe hier ganz schön viel Unordnung auf dem Tisch, das ist gerade ein bisschen störend. So, also Illinois dürfte EL sein. Genau, das ist, Moment, Mississippi müsste das sein. Jetzt ist die Frage Mississippi, ich versuche es mal mit MS. Genau, so, das ist Vermont, das ist VT. Das ist Louisiana, das ist LA. Genau. Kentucky ist KT. Nee, KY. Sorry. Ich glaube, das war KY. Ja, genau, KY war das. So, das ist Arkansas. Das dürfte AR? Nee, guck mal, da ist schon der erste Fehler. AK. Oder verwechsel. Nein, ich verwechsel das, glaube ich. Das ist Missouri, oder? Das war Missouri. Oh, so geht's schon los. So viel zum Thema, ich kenne die Staaten. Oh Mann, ich kenne sogar jemanden von Missouri. Oder mehrere Leute sogar. Und dann kenne ich den Staat anscheinend nicht. Maryland ist das. So, das ist Alabama. L. Das ist Montana. Das ist North Carolina. Das ist jetzt aber Arkansas. Jetzt ist wieder die Frage. AR. AK war, glaube ich, Alaska. Das ist Iowa. Das müsste IA. IA, genau. Nevada ist NV, ne? Genau. So, das ist jetzt Wyoming. Ich versuche es mal so. Genau. WY. Das ist Massachusetts. Das dürfte MA sein. Genau. Hier haben wir. Kansas natürlich. KS? KS. Okay. Das ist South Carolina, SC. Dann haben wir hier Indiana. Das ist ID vielleicht? Nee. Nein. Das wäre, glaube ich, Idaho. Indiana dürfte IN sein. Genau, IN. Maine ist ME. Rhode Island ist RI. Michigan ist MI? Ja.
Hawaii ist H-I. I. Wieso tippe ich was anderes? So, das ist Virginia, V-A. South Dakota, S-D. Das ist Minnesota, M. Moment, M-I ist Michigan, M-S ist Mississippi. M-N? M-N. M-T war ja Montana. So, okay, ist Oklahoma. Dann Colorado dürfte vielleicht C-O sein. Genau. Dann haben wir Georgia, das ist G-A. Wir haben hier Utah, das dürfte U-T sein. New York ist N-Y. Das ist New Jersey, N-J. Dann haben wir hier Wisconsin. Wie? Wie, okay. Das ist Oregon, O-R. Das ist Kalifornien, C-A. Das ist Washington, W-A, ne? Genau. Das ist North Dakota, N-D. Das ist Arizona, A-Z. Das ist Delaware, D-E. Das habe ich nicht gehört. In Delaware, wenn die Internetseiten für Delaware machen, dann nehmen die ganz gerne die Internetdomain DE. Wegen dieser Abkürzung. Florida ist FL. Alaska war AK. Genau. Idaho dürfte ID sein. Das ist Connecticut. CT. Tennessee, TN. Pennsylvania ist PA. Nebraska ist NE. West Virginia ist WV. New Mexico, NM. Das ist Ohio, OH. Texas, TX. Und New Hampshire, NH. Oder Hampshire, wie auch immer. So, das war, das waren die US-Bundesstaaten. Die Abkürzung. Und habe natürlich einen Fehler gemacht, weil ich Arkansas und Missouri verwechselt habe. Peinlich. Naja gut, gehen wir mal zurück zu Nordamerika, wir haben ja noch Zeit, dann mache ich da nochmal was anderes mit den USA und zwar, was auch relativ schwierig sein könnte, die Flaggen der Bundesstaaten, aber ich wusste die mal, von daher schaue ich mal, ob ich die immer noch weiß, wo sind die denn? Ach, hier unten, Flaggen der Bundesstaaten. So, und jetzt können wir wieder hier gehen auf Schreiben. So, und dann gucken wir uns hier die Flaggen an und dann muss ich wissen, was es ist. Puh, geht gut los. Was war das denn? Was war das denn? Da waren zwei Leute drauf. Ich gucke mir mal an, was es sonst so für Flaggen gibt. Dann kann ich das vielleicht ein bisschen... Ich habe nämlich ein bisschen die Vermutung, es könnte New York sein. Ich versuch's mal mit New York. New York. Ja, es war New York. Okay. Das ist, puh. Moment, da muss ich auch wieder vergleichen. Das könnte irgendwas in New England sein. Also im Nordosten. Vielleicht Massachusetts oder sowas. Ich versuch's mal mit Massachusetts. Massachusetts. Nee, das war nicht Massachusetts. Oder ist es vielleicht sogar was ganz anderes? Das war vielleicht Massachusetts. Das kann auch sein. Oh Mann, dann habe ich das ja wieder vergessen. Das ist ärgerlich. Oder ist es Connecticut? Das war Connecticut. Das war New England, also hatte ich damit recht. Das dürfte New Mexico, glaube ich, sein. Huch, die Flagge von... Was ist das? Minnesota oder Minnesota kann sein, ich weiß es nicht mehr genau. Wir werden sehen. Mexiko, New Mexico, genau. Das ist, man sieht auch in dem Wappen, Seal of the State of, und dann ist das unkenntlich gemacht, sonst kann man, da kann man nicht schummeln. Wobei, man könnte gucken, wie viele Buchstaben es sind. Ich gucke es mir nochmal hier an, um Vergleiche zu ziehen, hier. Da hätte ich jetzt gesagt, dass es sowas ist in der Richtung,
Ich hätte einen anderen Spielmodus nehmen sollen, dass ich selbst entscheiden kann, welchen wir wegmachen. Dann hätte ich mit den einfachen anfangen können. Nehmen wir mal. Ich glaube, trotz allem, das ist auch. Dass es auch in New England ist, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, nicht New Hampshire. Das wäre dann da, ne, der Name nicht so lang, nicht so kurz, der da steht. Connecticut hatten wir schon. Vermont vielleicht. Nee. Oh, ärgerlich. Ich komme nicht drauf. Doch, New Hampshire? Oh, da hatte ich mich jetzt total in die Irre führen lassen. Ich war auf der richtigen Spur. Wyoming. Colorado, das sieht man an dem C ganz gut. Und außerdem kenne ich die Flagge aus South Park. So, das ist Nevada. Das ist, ich schwanke zwischen Michigan und Pennsylvania. Moment, die waren nämlich, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Das ist Pennsylvania, dann ist das Michigan. Okay, Michigan. Michigan. Das ist. Das war im Süden, ne? Genau, das ist Florida. Das ist Georgia? Ich versuch's mit Georgia. Huch. Nee, es war nicht Georgia. Nee, Moment. Georgia war. Das war Georgia, glaube ich. Ah, Moment. Alabama? Alabama war das. So, was haben wir hier? Ich erkenne die Flaggen teilweise, wenn sie klein sind, besser als wenn sie groß sind. Habe ich den Eindruck. Hier steht, würde wieder der Name stehen. Ist das... Moment. So, Moment. Ist das... Kansas? Ja, das war Kansas. Okay. Das ist einfach. Das ist Washington. Da ist nämlich Washington drauf. Das war Pennsylvania. Pennsylvania. Das ist South Carolina, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Das ist... Moment. Das war, glaube ich, auch im Osten. So bei der Ostküste in der Ecke. Wir hatten hier Connecticut. Ich versuch's mal mit. Ich glaube, das war entweder. Moment. Nee, Moment. Hier, diese zwei, die, mit denen könnte ich es auch verwechseln. Da muss ich auch vorsichtig sein. Irgendwas war New Jersey, irgendwas war Delaware. Das ist, glaube ich, wieder was anderes. Da versuche ich es mal mit. Ich weiß es nicht mehr. Ich will natürlich auch keinen Fehler machen. Aber ich meine, es wäre New England gewesen. Was gibt's denn da noch alles? Es gibt Vermont. Ich meine, Vermont wäre anders gewesen. Ich versuch's mal mit Massachusetts. Das war Massachusetts. Okay, dann war das andere, diese eine Flagge. Also, Moment. Die hier war dann, muss dann natürlich was anderes gewesen sein. Das dürfte Iowa sein. Das ist... Moment, es gibt zwei mit so einem Adler drauf. Es gibt einmal das hier und es gibt das hier. Eins ist Utah. Ich glaube, das ist Utah. Und das hier ist... Wenn es nicht Utah ist, ist es... Puh, jetzt bin ich wieder am Überlegen. Wenn es nicht Utah ist... Kansas hatten wir schon. War das vielleicht irgendwas anderes mit K? Vielleicht Kentucky? Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, Kentucky war anders. Glaube ich. Ah, ich versuch's mit North Dakota. Genau, North Dakota war das. Das ist... Maine vielleicht? Maine war das, okay. Das ist ganz einfach, finde ich zumindest. Rhode Island, das erinnert mich
Wenn man sich eine Karte von Rhode Island anguckt, dann hat das auch so eine ähnliche Form wie der Rand um die Flagge rum, nur andersrum, dass unten offen ist quasi und da ist Wasser. Da geht das Meer irgendwie rein. Ich meine, so sieht Rhode Island ungefähr aus. Und es ist halt am Wasser, deswegen der Anker. Das ist Ohio. Die einzige nicht viereckige Flagge der US-Staaten. Und bekannt aus diesem einen Meme, ne? Nach Motto, was, die ganze Welt ist Ohio und dann ist dahinter einer mit der Knarre, ja, war schon immer so. oder so, irgendwie so war das, ne? Nur auf Englisch, ja. So, 1848. War das Wisconsin? Ja, Wisconsin war das. State of, so. Die haben dann wahrscheinlich sogar die Zahlen, die Nummer der unkenntlich gemachten Buchstaben verändert. Damit man das daran nicht schließen kann. Aber ich vermute mal, dass das West Virginia sein könnte. Ja, genau. Das wäre nämlich wieder viel länger gewesen als das unkenntlich gemachte. Das dürfte Florida gewesen sein. Das ist was mit I. I. Es gibt ja Indiana und Illinois zum Beispiel. Einer von beiden war das. Moment, der andere. Moment, finde ich den anderen, sodass ich weiß, okay, das ist es dann. Ich glaube, das ist Indiana. Ich versuche es mit Indiana. Ja, es war Indiana. Das ist Maryland, eine sehr spezielle Flagge. das ist... Ich glaube, das ist Missouri. Ich versuch's mit Missouri. Missouri. Genau. Das ist... Das hatten wir doch eben. Das war... Nee, hatten wir nicht eben. Das hatten wir nicht eben. Das war aber, glaube ich, North Carolina. Genau, das ist Nebraska, glaube ich. Genau, das war entweder New Jersey oder Delaware. Die da drohe ich auch ein bisschen, die zu verwechseln. Ich versuch's mal mit New Jersey. Okay, es war New Jersey. Das könnte Minnesota sein. Genau, das ist Tennessee, glaube ich. Ah, ist falsch geschrieben. Ah, oh, ich habe ein E vergessen. Obwohl ich weiß, dass es so geschrieben wird. Ich habe es einfach nur nicht eingetippt. Ärgerlich. Ich habe einfach zu früh die Eingabetaste gedrückt. das könnte Montana sein. Ja, das ist Commonwealth of Kentucky. Ich merke mir das immer mit, einfach nur weil da Commonwealth of steht. Dann habe ich mir das gemerkt mit Kentucky. Ohne Eselsbrücke ist es einfach so. Und die Flagge, sonst habe ich mir gar nicht gemerkt. Das ist Alaska. Ich finde bei Alaska, das ist wahrscheinlich ein Sternzeichen oder sowas. Aber ich finde, es erinnert auch ein bisschen an die Küstenlinie von Alaska. Diese Linie von Sternen. Und auch hier so nach Motto, hier das so schmal anfängt. Die Form von Alaska. So merke ich mir das irgendwie. So, das war hier, ne? Mit das Virginia, da merke ich mir, da ist so eine Frau drauf, oder was ist das? Das wäre dann quasi die Virgin von Virginia. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist es ja sogar so. Utah, genau, das ist California, also wir schreiben es auf Deutsch, Kalifornien. Und hier haben wir jetzt, das eben war New Jersey, dann müsste das Delaware sein. Das ist... Arkansas, glaube ich. Genau. Dann haben wir hier Vermont. Genau. Ich sah jetzt auch wieder, wie ich mir das gemerkt habe. Ich habe mir das mit dem Baum gemerkt. Denn wenn man den Baum umdreht, hätte der eine Form von einem V. Wegen Vermont. So hatte ich mir das gemerkt. Das ist Mississippi. Mississippi. Das ist Georgia. Das ist Texas. Das ist Arizona. Da kann man sich super den Grand Canyon vorstellen, finde ich, bei dieser Flagge. Finde ich zumindest, ich weiß nicht. Zumindest von dem Rot und Gelb und Orange, das sind so die Farben des Grand Canyon. Das war... Das wusste ich mir ganz sicher alles. Was war das noch gleich? Das sieht sehr indianisch aus, auf jeden Fall. Was sagt uns das, dass es sehr indianisch aussieht? Was sagt uns das denn? Das sagt uns, dass wir sind fast fertig, ne? Viel bleibt nicht mehr.
Also, ich gehe mal durch. Was haben wir denn noch? Wir haben hier noch das. Moment. Oh, ich weiß bei vielen gar nicht mehr genau, was es war. Das ist Louisiana. So. Das ist Hawaii. Und bei den anderen bin ich mir schon nicht mehr sicher. Das war Idaho. Was haben wir? Ah, hier ist noch Illinois. Hätte ich fast übersehen. Das hier weiß ich gerade nicht. Das hier weiß ich gerade nicht. Ach doch, das war Oregon. So. Dann. Ach, guck mal hier. The Mount Rushmore State. Hoppala, sorry. The Mount Rushmore State. Wenn man weiß, wo der Mount Rushmore ist, dann ist das auch einfach. Und ich weiß es halt, dass es in South Dakota ist. Deswegen ist das auch geschenkt für mich. Und ich habe mir die Flagge nicht anderweitig gemerkt, einfach nur, weil da drauf steht The Mount Rushmore State. Aber das hier. Wisconsin hatten wir schon, Minnesota hatten wir schon. Was bleibt noch alles? Was bleibt denn da noch alles? Colorado hatten wir schon, wir hatten schon Utah, wir hatten Wyoming. North Dakota, South Dakota ist abgehakt. Washington, Oregon, Kalifornien, Nevada, alles durch. Arizona, New Mexico, Texas ist klar. Oklahoma, weiß ich nicht. Vielleicht ist es Oklahoma. Vielleicht ist es Oklahoma. Ich versuch's mit Oklahoma. Ich glaube, das könnte Oklahoma sein. Oklahoma. Genau, es war Oklahoma. Das dürfte Idaho sein. Idaho. Das ist Oregon. Das ist Louisiana. Louisiana. Falsch geschrieben. Mist. Es wird mit einem N geschrieben. South Dakota. Hawaii mit Doppel-I. In Wirklichkeit auf Hawaiianisch ist da zwischen den beiden Is noch so ein Apostroph. Und das drückt dann aus, dass man so ein Glottalverschluss, Knacklaut, wie auch immer, machen soll. Also ein Ä, also Hawaii mit so einem Stopp zwischendrin. Das ist dieser Glottalverschlusslaut oder Knacklaut oder. Oder wie gibt es nochmal glottaler Plosiv oder sowas in der Richtung, könnte man auch sagen. Ja, den müsste man dann halt theoretisch machen, wenn man es korrekt aussprechen möchte. Hawaii. Illinois. Illinois. Und fertig. Okay, geschafft. Jetzt haben wir auch das Video für heute voll. Ach Mann, ich habe wieder mehr vergessen, als ich gehofft hatte in der Zwischenzeit. Na gut. Bleiben theoretisch noch die Hauptstädte, aber die habe ich noch länger nicht geübt. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer, würde noch schlimmer enden. Oder wobei, weiß ich gar nicht genau, wie schlimm das enden würde. Wer weiß. Vielleicht würde ich mich da sogar besser anstellen. Aber jedenfalls würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Würde mich, wie gesagt, wieder interessieren, wie ihr euch geschlagen hättet und was ihr sonst noch gerne sehen würdet. Ansonsten Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 € geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.